Ich helfe Sag mal, raff meinem du das Vater nicht? auf Ich dem habe hier Hof. zu tun, mache einen Abgang. Ach, hey, die Jugend von heute. Die wollen es einfach nicht verstehen. Ich bin am Arbeiten und dann läuft die mir dauernd in die Quere. Was will die denn von mir? Zum Glück muss ich meine Waffe jetzt nicht schleifen, sonst. Schau mal ausrasten. So, mein Kumpel Madesi. Wo haben wir den denn? Der Kumpel, mein Kumpel. Ja, für meinen Kumpel Madesi hätte ich vielleicht die verzauberten Ringe. Vielleicht kann ich die dem verkaufen. Das wäre eine Idee. Die kann ich wahrscheinlich auch der Tante da verkaufen. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Weil ich möchte eigentlich nicht mit Gold bezahlen. Immer schön im Austausch für sein Gold. Alles erhalten. Und noch Items. Weil als Schmuckhändler sollte er mindestens Gold oder Silber haben. Und wenn nicht, dann hat er hoffentlich wenigstens Halsketten fertige. Und zwar nicht allzu teuer. Allerdings ist es gerade nicht die Tageszeit, um Madesi zu fragen. Weswegen wir doch noch einen Kurzausflug doch noch zurück in die Akademie machen. Und dann können wir, ich denke mal, dann können wir doch schon mal das benutzen, was wir haben. Das ist ja keine Verschwendung. Nun muss ich mir dich dann vollste Konzentration geben, damit ich es auch in 30 Sekunden schaffe, alles zu verzaubern. Die 4 Items, die wir brauchen. Dann werde ich vorsorglich mal alle anderen Sachen ablegen. Auch wenn wir wahrscheinlich die meisten dieser Amulette nicht ablegen können. Weil wie beim Amulett von Talos zum Beispiel, das ist ja irgendwie Quest-Item. Was ich gar nicht verstehen kann. Ich habe nämlich 2 davon. Hatte 2 davon, keine Ahnung. Auf jeden Fall äußerst nervtötend. Aber erstmal ausprobieren, wie es denn so läuft. So, wo waren wir stehen geblieben? In den Sack. Ja, hier ist Kohl, passt. Also alles drin. Genau, kann nicht entfernt werden. Nerv. Das brauche ich alles nicht. Ich brauche nicht. Und brauche ich nicht. Wunderbar, jetzt habe ich nur noch die Bekleidung, die ich brauche. Und der Ring. Das ist nun meine Alchemie-Rüstung. Die muss ich wieder anziehen. Gut. Damit meine Mächtigkeit ins Unendliche steigen kann. So, ein bisschen nackig bin ich, aber das macht ja nichts. Zutaten. Ach, das sind ja nur die, die ich ja gekauft habe, ne? Ach, das macht ja nichts. Cyrillischer Spatenschwert. 112. Sekunde. Ja, okay. Muss man gerade mal überlegen, also. Einmal herstellen. Nehmen. Das kennen wir ja alle schon. Ja. Jetzt müssen wir es natürlich nur noch richtig machen. Und nicht so viel Vollidioten wie ich gerade. So. Wunderbar. Und erneut eine herstellen. Das war es nämlich allerdings auch schon. Mit unseren Zutaten gerade. Habe ich ein kleines Problemchen. Jetzt fehlen die Zutaten. Also, der bazianische Mirakelbarsch, der Schmetterlingsflügel, der cyrodynische Spatenschwanz und S wie Salz brauchte ich für diese Tränke. Schimmerpilz. Scheiße, was war da noch? Schmiedekunst. Nee, ich brauche doch die Verzauberungsverstärkung. Da war die blaue Blume, der Zweiglingssaft.
Und der Blasenpilz. Klar, der Blasenpilz. Wie konnte ich das nur vergessen? Komm schon, komm schon, komm schon. Schmiedekunst. Das ist auch Bla. Was? Ist auch Schmiedekunst. Ich verarschen. Scheiße. Egal, lass mal das Teil hier nehmen. Gleich. Gleich nehmen. Das hält ja alles ganz, ganz lang genug an, zum Glück. Was mache ich dann am besten? Verzauberung verstärken. Bekleidung. Der Alchemietisch, was sagt er mir? Der sagt mir, ich brauche. Ich brauche gar nichts, ne? Schmiedekunst verstärken. Da habe ich nur den Blasenpilz. Und hier nur die drei Items. Der Blasenpilz. Der Schmetterlingsflügel war noch für Verzauberung. Drachenbaum. Wo hab ich den denn her? Ach, klein habe ich gekauft. Der Schimmerpilz war, glaube ich. Der war doch auch für. Genau, der war auch für Bla Schmiedekunst. Ich bin nicht komplett verrückt geworden. Leider. Okay, beenden wir das Thema. So, wir haben ja schon an und abgelegt. Nochmal nehmen. Scheiße. 62 Sekunden vergangen. Wir haben zu lange gewartet. Und haben damit wichtige Items verschwendet. Verdammt nochmal. Aber egal. Darum müssen wir durch. Deswegen wollte ich ein wenig Speed an den Tag legen. Ja, Alchemie beenden, schon klar. Mal weiter. Nehmen. So, 400%. Wir waren, also wir brauchen irgendwas so um, naja, ich weiß nicht, ein paar tausend, irgendwie 10, 10.000 oder so. Zwei. Chemie verstärken. Nehmen, ich weiß, mit 10, 10 Panzern, 10.000 kommen wir ganz gut hin. 20.000% sind okay. Dürfen fürs Erste reichen. Wenn man es nämlich ein bisschen übertreibt, dann kackt das Game irgendwie ab. Oh ja, 20.000%, das ist doch easy. Ich meinte aber eigentlich 20.000% auf den hier drauf. Genau, jetzt haben wir hier 20.000% drauf. Das ist gut. Relativ gut. So, und damit gehen wir jetzt nicht darüber, sondern machen uns noch schnell einen Verzauberungstrank. Einen richtig guten. Gegenstände werden 2000%. Ja, okay, ist egal. Vergiss es. Wir haben gerade nicht die richtigen Zutaten dabei, verflucht. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Bis dafür haben wir ja unseren Verzauberungstrank. Nein, 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 nein. So, gehen wir da sicher nicht an. Scheiße, 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 das ist sehr schlecht. Wir verlieren so viel Zeit. Wir müssen nämlich die Rüstung Schmiede ablegen. So. Wir machen uns jetzt noch eine Alchemie-Rüstung. Und zwar jetzt. Alchemie. Ja, schon klar, Junge. Mach hinne. Chemie. Rahmschienen. Mit Alchemie. Und der Helm, komm, Helm. Gepackt. Theoretisch. Und jetzt haben wir Sachen, die um 13. 13.000%. Allerdings müssen wir noch warten, bis die Wirkung nachlässt von dem Wiederherstellungstrank. Jetzt ungefähr. So. Und jetzt sehen wir die richtigen Werte. Die dürften relativ gut sein. Hallo. Die Werte müssen nachlassen. Weil. Bitte lass nach Werte. Jetzt haben wir wieder 57. Irgendwie nicht so ganz das gewünschte Ergebnis, ehrlich gesagt.
Ja, ich vermute, der Verzauberungsverstärkentrank war nicht gut genug. Der war ja nur um 203% und wenn wir von 200 ausgehen, dann kommen wir auf 57. Also von 20, dann... Ja, das kommt wahrscheinlich hin, verflucht. Und damit haben wir ganz schön viele Ressourcen verschwendet. Mal wieder. Nee, das lasse ich aber nicht auf mir sitzen. Ich muss den Prozess nochmal verfeinern. Und zwar machen wir das dadurch, indem wir nochmal ganz kurz an den Anfang zurückspringen. Okay, was habe ich jetzt? Intus? Habe ich irgendwas Intus? Nein. Doch. Oh. Hä, aber wieso speichert er denn da automatisch? Ist ja sehr merkwürdig. Ich dachte, der Speicher beim Reingehen. Und wo kommst du auf einmal her? Schreckliche Situation mit diesem Ankano. Schade, dass ich nicht helfen konnte, aber ich war anderweitig beschäftigt. Dich beschäftigt. Was ein Idiot. So, dann müssen wir es jetzt nochmal ganz in Ruhe durchgehen. Der abazianische Mirakelbarsch, genau. Der Blasenpilz. Für die Schmiedekunstverstärkung, aber die brauchen wir im Moment nicht. Doch nicht. Nein, die brauchen wir jetzt nicht. Nicht, sage ich. Das können wir irgendwann nochmal machen. Verzauberung verstärken, ja. Der zirodilische Spatenschwanz. Dann fehlt da nur noch das Salz. Was war nochmal für Verzauberung verstärken? War das nicht das... Ach nee, das kleine Geweih, ne? Was war auch noch für Wiederherstellung? Aber davon hatte ich doch auch ein paar, oder nicht? Ja, hier habe ich vergessen mitzunehmen. Da bleiben ja also noch viel mehr Tränke. Und ohne einen entsprechend starken Verzauberung verstärkten Trank sind die Werte, die ich da drauf knalle, auf die Lederrüstung, nicht gerade von Dauer. Allerdings ist diese Giftwirkung, das Gift kann ich ja nicht auf mich selber machen, deswegen ist das ziemlich kacke mit dem Zweiglingssaft. So, und deswegen brauche ich die richtigen Zutaten. Es gab da ja auch sehr gute Zutaten, nur irgendwie habe ich sie wieder mal übersehen. Ach, verflucht, ich hasse diese Methode. Die ist so vulgär, so bourgeois, ach keine Ahnung, so fürchterlich. Schneebären. Ich habe nur eine Chance. Ah, und dann werde ich mal so schwer, das ist so. Tja. Die verdammten Schneebären. Okay, ich komme nochmal rein. Was ist das denn für ein Diesel? War das so ein Charus? Schreckliche Situation mit diesem Ankano. Ja, klar. Diesem Ankano, den ich ja überhaupt nicht kenne, erst seit 12 Jahren. Jetzt haben wir es aber, bitte. So, das. Die Eier. Dann kommt das Salz. Schneebären. Ja, super. Kleines Geweih noch. Ja, heute noch. Salz, Schneebären, irgendwas fehlt noch, ich weiß es, zum Kotzen, Zweiglingssaft, da, Salz, ja, das ist da, okay, egal, das ist alles da, okay, es ist alles fertig, mein Gott, bleib mal locker, wieso, was ist denn jetzt wieder los? Oh, toll, ich muss vorher ablegen. Ach, ich habe meine Rüstung gar nicht abgelegt gehabt. Deswegen ist das Problem. Die Rüstung kommt ja noch in den Sack. In den Sack. Mit allem, was unwichtig ist. Wunderbar.
Ran an die Alchemie, nachdem ich meine Rüstung angelegt habe. Die ich brauche. Die Alchemie-Rüstung nochmal. Ey, 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 hier bleiben. Ganz ruhig. Ich tu dir doch nicht. Ja, wie schon gesagt, nachdem ich meine Alchemie-Rüstung angelegt habe. Und nicht nur vom Boden aufgehoben. Aber das ist ja allgemein bekannt. So, also ich fand eigentlich das Prinzip gar nicht mal so schlecht. Also 1, 1. Aufhören. Anfangen und los geht's. Ach, Mann. Ja, das ist für Magiker gewesen. Nicht für das, was ich hier tue. Ja, das ist jetzt leider nicht so spannend, diese Tätigkeit, muss ich mal sagen. Aber ich würde mal sagen, dass es die Warterei wert ist, gerade mal. Denn immerhin erhalte ich hier unglaubliche Werte. Und zwar muss ich immer von den Werten ausgehen, die dann auf dem Verzauberungstrank drauf sind. So, wenn ich dann von 20 ausgehe... Also egal, wie stark das zu sein scheint, der Schein trügt. So. Nee. Also ich habe jetzt im Moment... Oh. 1000% Alchemie mehr. Jetzt wird das nämlich unten rechts gar nicht mehr angezeigt. Weil es ein bisschen zu heftig ist für die Anzeige. Kann ich auch verstehen. Immerhin wird das jetzt nicht gerade weniger mit 8000%. Ach ja. So, jetzt haben wir insgesamt... Wie viel haben wir jetzt? Ja, 4 mal 2000, also ungefähr 8000. Es geht in die Richtung. Einmal brauchen wir auf jeden Fall noch. Das ist eine ziemlich große Zahl. Eine ziemlich große Zahl. Eine ziemlich große Zahl. Ach du Scheiße. Mal hoffen, dass das hier nicht abkackt irgendwie. So, jetzt haben wir eine relativ hohe Zahl hier zu erkennen. Mit einem... Jetzt brauchen wir nur noch eine gewisse Art von Zaubertrank herzustellen. Lass mal einen Verzauberungstrank. Und damit benutzen... Den benutzen wir dann auf... 45.000. Ach, was? Die übertreiben doch immer nur. So, dann muss ich nämlich keinen Wiederherstellungstrank anwenden, wenn ich anfange hier zu verzaubern. Das ist nämlich sehr nervig. Ich sollte den vielleicht auch mal vorher trinken. Meine Rüstung ablegen, weil ich ja hier nichts Sonderbares tue sonst. Den hier natürlich. Und los geht's. Und zwar wird das natürlich wieder die Alchemie-Rüstung. Ja. Wie schon gesagt, ich hoffe einfach mal, dass dieser Wert irgendwie sinkt in nächster Zeit. Sonst gibt es ein gewisses Problem. Ein gewisses großes Problem. Mit der Realität, will ich mal sagen. Um es mal treffend zu beschreiben. Ja, für 5 Sekunden noch. Ich hätte mehr als einen von diesen Zaubertränken herstellen sollen, verflucht. Ich hatte leider die Vermutung, dass der etwas zu stark ist. Und wahrscheinlich hatte ich sogar recht. Also, was haben wir hier? Wir haben... natürlich was anderes hergestellt. Aha. Ja, okay, die Zahl ist natürlich jetzt nicht abnormal groß, wie dieses Minus irgendwas. Das war ja schon out of bounds praktisch. Das sind hier 1.000.000%. Ich glaube, es reicht, wenn wir eins von diesen Dingen angelegt haben, wenn wir einen Zaubertrank herstellen. Wenn wir nämlich alle anlegen, habe ich ein bisschen Schiss, dass das hier leicht abkackt.
145.000%. Wir hatten nicht so viel, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Spielt doch keine Rolle. Auf jeden Fall haben wir jetzt unsere Alchemierüstung bestehend aus einer Kette. Verflucht. Einer etwas zu stark geratenen Kette. Das hilft wohl, wenn wir das alles anlegen. Mal speichern, um sicher zu gehen. Okay. Ja. Und das Ding hier noch. So, eine Sekunde. Was wird wohl passieren? Wir haben Wiederherstellung verstärken. Das sind jetzt wie viel? 600.000%? Naja, Standard. Für das Ziel bewegt sich nur noch halb so schnell für. Das sind, glaube ich, mehrere Tage. Was zum Teufel? Gesundheit wiederherstellen, ja. Ja, paar. Wie viel ist denn das hier? 3. 3 Millionen, Standard. So viel habe ich doch immer dabei. Senken.